Marken sind ja nicht irgendwie im luftleeren Raum unterwegs mit ihren Werbebotschaften, sondern sie sind natürlich immer im gewissen Kontext zu sehen. Sie sind in einem Werbeumfeld, sie finden in einem Programm statt, sie finden auch in einer Umwelt und in der Welt, die uns alle umgibt, herum statt. Und deswegen spreche ich jetzt mit Theresa Ebel. Hallo, Theresa. Hallo. Hi, du bist bei September, dem Marktforschungsinstitut, jetzt Head of Empathy. Was ist das für ein Titel? Ja. Das ist tatsächlich ein Titel, auf den ich jetzt schon ganz oft angesprochen wurde. Head of Empathy, was steckt dahinter? Wir forschen ja schon seit geraumer Zeit in psychologisch sehr vielfältiger Art und Weise und haben in den letzten Jahren immer mehr festgestellt, dass die Gesellschaft um uns herum gerade sehr stark erfordert, dass wir uns auch mit ihr gesellschaftspolitisch auseinandersetzen. Das heißt, wir haben gemerkt, es gibt immer mehr Polarisierung, sei es das Thema Hate Speech, es ist jetzt die große Debatte um Gendersprache, ja oder nein, die Sprache wird teilweise sehr, sehr rau. Und wir haben festgestellt, auch in Workshops mit unseren Kunden, mit Konsumenten in Gesprächen, dass einfach die Thematik, wie beziehe ich auch Stellung in diesem gesellschaftlich komplexen Kontext, dass das immer relevanter wird. Und mit September Empathy haben wir uns zum Auftrag genommen, wirklich auch Verantwortung zu übernehmen in diesem gesellschaftlichen Kontext, wirklich für Wissen zu sorgen. Wir wollen für jeden verständlich auch psychologische und soziale Phänomene sehr, sehr greifbar machen und da die Leute einladen, einfach sich selbst ein bisschen aufzuschlauen und einfach wirklich über Tools auch ein bisschen was mitzunehmen in ihren Alltag. Okay, so und was heißt das dann konkret für Marken? Sollten die sich nicht lieber besser raushalten aus solchen doch mitunter heiklen Themen? Das ist ein ganz wichtiger Punkt und wir hören das tatsächlich in ganz vielen Forschungen auf ganz vielen Ebenen. Und natürlich kann man das auf verschiedenen Dimensionen auch betrachten. Einerseits ist es natürlich ganz, ganz wichtig für eine Markenunternehmen selbst, in heutiger Zeit auch wirklich Haltung einzunehmen, ne? Also wirklich auch in diesem Konglomerat sich zu überlegen, wo positioniere ich mich in diesem Kontext? Die Frage für Marken ist aber, was davon möchte die Marke auch kommunizieren? Also das eine ist wirklich erstmal authentisch intern zu leben und zu atmen, was das Thema Verantwortlichkeit angeht und dann genau zu überlegen, was passt denn zu mir, zu meinem Markenkern, was ich auch glaubwürdig als Botschaft nach außen tragen kann. Denn nicht jedes Thema, was aktuell gesellschaftlich wirklich hohe Brisanz hat, ist für jede Marke ein Thema, das unbedingt kommuniziert werden sollte. Okay, also ich verstehe dich richtig, wenn ich sage, du willst unbedingt noch so ein Marketing-Buzzword, Purpose, wenn sich der Purpose wirklich dann auch nach außen trägt. Ja, Ja? ganz genau. Gerade wenn wir die jungen Generationen, die Gen Z anschauen, die guckt immer genauer drauf bei Marken, kann ich mich mit der identifizieren, ja oder nein und warum? Das heißt, das Warum der Marke wird immer, immer mehr gechallenged und vor diesem Hintergrund ist es ganz, ganz relevant für Marken, sich damit zu beschäftigen und wirklich auf das Thema Purpose nochmal ganz spezifisch einzugehen, ja. Okay, Theresa, wir legen jetzt noch einen drauf. Wir sprechen ja hier in der Kompaktversion immer über Radiowerbung. Ja. Wie besonders wichtig ist das dann wiederum, dritte und letzte Frage jetzt, fürs Radiowerbemachen? Super spannende Thematik, weil was passiert bei Radiowerbung? Radiowerbung ist ja psychologisch gesehen ein ganz, ganz spannendes Medium, weil es alleine mit der Stimme, mit Ton funktioniert. Das heißt, es erzeugt im Unterbewusstsein, holt Bilder aus uns heraus. Das heißt, es erzeugt ein Kopfkino, das sehr, sehr individuell ist. Das heißt, gerade Radiowerbung hat da eine große Chance, vielleicht im Vergleich zu bebilderter Werbung, hier wirklich individuell durch positive Attributionen auch zu triggern. Das heißt aber auch, dass es eine hohe Kunst ist, hier wirklich die geeignete Wortwahl zu finden, um irgendwie nicht den, denke nicht an den rosa Elefanten-Effekt zu erzeugen und durch negative Wordings wirklich auch negative Assoziationen zu produzieren und vor allem die Leute wirklich individuell mitzunehmen und anzutriggern und ihre Selbstwirksamkeit auch aktivieren zu können. Das heißt, jedes Wort ist entscheidend in einem Radiowerbespot noch mehr als in anderen Werbeformaten. Absolut, die hohe Kunst ist hier wirklich Wording, Wording, Wording. Auf jeden Fall. Okay, das lassen wir so stehen. Vielen lieben Dank. Wer sich jetzt noch tiefer weitergehend dafür interessiert, was ihr mit Empathy so macht, der darf sich natürlich herzlich gerne an uns wenden, dabei sein at wdr-mediagroup.com und wir leiten dann an dich weiter. Ganz lieben Dank. Theresa, danke dir und einen schönen Tag noch. Dir auch, vielen Dank. Tschüss.